Herzlich willkommen bei S21 Bautenschau. Zunächst ein schöner Gruß an Robin. Hat mich gefreut, dass wir uns da gerade getroffen haben. Und jetzt sind wir bei K28. Fetter Stahl mit Rüttlern. Blick rüber zu K27. Da wird offensichtlich jetzt die Schalung demnächst hier rüber zu K28 gekarrt oder gehoben. Schauen wir mal. Naja, das Kerrele ist ja nicht hier. Dann wird es wahrscheinlich gehoben. Die Schalungselemente, die packt der Kran auch. Stopp, nicht gleich nach rechts, sondern erst noch links zur Wand. Das sieht gut aus. Schalung ist dran und Weißbeton-Fertigteile. Und hier im Vordergrund, das ist schon eine Stütze. So wie es aussieht. Ja. Also dann wird die letzte Lücke auf dieser Seite BA9 in der Wand bald geschlossen. Ja, dann hätten wir noch diese Seite, da ist ja auch schon vieles vorbereitet, aber offensichtlich wurden die Leute jetzt erstmal bei BA10 eingesetzt und das sieht ja auch gut aus, wenn wir hier durchluken und dem Autofokus ein bisschen Zeit geben. Yes! Sauber! Ja, was gibt es noch Neues hier? Bahnsteig 2, BA11 Süd, hat die ersten Elementplatten für den Kabelkanal bekommen. Also die Bahnsteigkante kann demnächst hier abgeschlossen werden. Und die kleine Hutze zwischen den Fahrspuren ist in BA 11 Süd, zwischen Gleis 2 rechts und 3 links, ist gegossen. Von daher könnte die Verfüllung demnächst hier eigentlich losgehen. Wobei ich denke, erst wenn die Spannbetonbrücke auch komplett fertig ist, da fehlt nämlich noch die kleine Hutze. Also ich nenne es jetzt auch mal Hutze, weil ja Hutze eine Aufkantung ist. Also hier sehen wir, da braucht es noch was. Und weiter vorne auf der Spannbetonbrücke selbst für die Fahrspuren, da braucht es noch die Aussparung.
Also das mit dem Verfüllen hat noch Zeit. Schauen wir uns die Aussparung Gleis 1 an. Sieht für mich abgeschlossen aus. Vielleicht kommen noch ein paar Stahlstangen dazwischen rein. Aber, nochmal zurück, aber es ist auf jeden Fall die letzte Lage, die man hier sieht, an der Anschlussarmierung. Was da unten geschafft wird, wird nicht verraten, denn das ist ein Zugangstunnel unter BA8 oder in BA8 unterhalb Ronner Straße. Und wir haben keinen Einblick. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao!